Folge 222 von Simotrans. Ja, hier im Chemiewerk waren wir letztes Mal. Verpackungshersteller wird hier beliefert, auf jeden Fall von hier aus. Jetzt und das Baustofflager auch. Das heißt, wir haben definitiv von da hinten bis hier einen Weg und von hier aus bis dahin wahrscheinlich auch einen Weg. Und aus diesem Grunde steht hier wohl auch, dass der Zug das dann dahin nimmt, ne? Oder? Der und der. Und der fährt jetzt da unten durch. Und der bringt, schön gut geladen, Kohle zum Zementwerk. Brauchen die so viel Kohle da unten? Ja, aber die haben auch noch genug Kohle. Verpackungsmittel ist da, Sand und Steine sind da. Das heißt, der Zement wird jetzt da reingepackt. Wo ist denn der jetzt? Ah, da kommt er. Aber der nimmt jetzt nicht den Zement mit, oder? Der ist doch nicht im Stückgutbereich, oder? Ne, es sind Paletten. Die haben wir Schüttgut, also geht das so nicht. Okay, die Kohle fährt dann wieder zurück, dann ist das erledigt. Ah, warte mal, da kommt er jetzt an. Der hat jetzt Stückgutladen. Verpackungsmittel. Zum Chemiewerk bringt er das. Siloware, Stahl. Er hat aber sonst kein Stückgut mit. Und er fährt jetzt. Achso, er fährt hier links, alles klar. Das haben wir wieder mal übersehen. Er hat Stückgut geladen und Verpackungsmittel. Okay. Das kann zu. Wo war das jetzt? Das ist hier. Da sind Verpackungsmittel drin. Das Zementwerk ist da. Was liegt denn auf dem Bahnhof? Zement, okay. Jetzt kommt der Zug hier. Der müsste jetzt eigentlich das mitnehmen, ne? Das Zement. Ein Stück gut kann er ja transportieren, genau. 220 Tonnen hat er jetzt auch mitgenommen. 220 Paletten, nicht Tonnen. Und die fährt er jetzt rüber. Die sind noch am Produzieren, oder? Zement 5 für Paletten und Zementlose haben die auch. Siloware, interessant. Wer kriegt denn dann die Siloware? Keiner hier, ne? Das Baustofflager kriegt auf jeden Fall Zement, oder was? Zementwerk. Ja, die kriegen den Zement so. Okay, das bedeutet ja, die liefern jetzt das erstmal dahin. Wahrscheinlich sogar erstmalig jetzt gerade, ne? Die liefern hier hin. Die müssten ja jetzt gleich hier ankommen. Da unten ist er. Und dann müsste er hier entladen. Und dann müsste ein nächster Zug, der hier kommt, das wieder mitnehmen. Den können wir, glaube ich, schon mal schließen. So, er muss jetzt hier diese 220 Paletten entladen, hat er auch gemacht. Und hat schon die 24 Paletten Stückgut wieder eingeladen, die hier drinne sind. Hier fehlt's an nichts, die produzieren Verpackungsmittel. Das läuft also, nur halt langsam. Das funktioniert erstmal. So, ihn brauchen wir auch nicht. Wo ist das? Das ist am Zementwerk, das brauchen wir jetzt nicht. Wir sind noch hier. Er fährt das Stück gut zum Chemiewerk. Er hätte natürlich auch Zement, wenn hier welches gewesen wäre, mitnehmen können. Ne? Der ist aber jetzt schon am Chemiewerk. Nee, das ist noch woanders. Gibt es die Siloware, ne? Raffinerie. Benzin, Diesel, Plastik, Kunststoffgranulat machen die. Ist alles da. Verpackungshersteller ist derjenige, der da was kriegt. Okay.
Gut, das bedeutet ja, ich könnte jetzt mal schauen, ne? Wenn ich schneller laufen lasse, werde ich gleich sehen, dass der das dann auch mitnimmt. Aber das machen wir mal hier unten hin. So, das bedeutet, dass Zement, die Zementgeschichte läuft da oben durch. Was hatten die noch hier so? Die Betonfertigteile. Also Zement läuft, Bretter läuft, Farben läuft, die Betonfertigteile fehlen uns dann nur noch. Und die gibt's woanders weg. Ja, da müssen wir jetzt die Betonfertigteile, das ist bestimmt mit der Siloware da hinten auch vom Zementwerk, die dann da auch zum Betonwerk gebracht werden oder wie das auch immer heißt. Da gucken wir jetzt mal rein. Da. Da. Und. So, jetzt weiß ich noch nicht, wie das Ding heißt. Da, hier gibt es schon Betonwerk. Verbraucht Steine, Sand und Zement. Und Betonfertigteile, Stückgut gibt es dann. Das braucht dann wahrscheinlich unser Dingens. Wie heißt es? Im Spiel gebaut ab 1871 und Pumuckl gemalt. Gibt es ein Enddatum? Wohl nicht. Ja. Gucken wir uns die anderen mal an. Dann gefällt mir das erste besser. Okay. Das sieht auch cool aus. Was ist das? Also das ist schon eine Brauerei. Gibt es hier Enddaten? Nee, ne? Gebaut ab steht da immer nur. Naja, ist ja auch klar, ne? Schade, dass das Bild hier so nicht ganz zu sehen ist. Aber von der Größe gefällt mir das hier momentan am besten so, ne? Dass die auch viel Platz haben und sowas. Und Pumuckl, du hast es verdient, dass dein Bild hier jetzt auf die Karte kommt. Gut, das bedeutet, alle Zonen. Ich habe nichts vorbereitet. Das heißt, ich muss mal gucken, dass ich Würfel finde. Ja, da muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier gerade schaue, wann mein, sag schon, da ist es 476, 512. Zack, 345 habe ich da stehen und jetzt müssen wir noch 476 machen. Zack, da habe ich die 133 stehen. Da muss das Ding hin. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht mehr, wie die Karte war, ne? Wie immer. Also breit ist sie 512, runter ist sie 476. Das bedeutet, 345 würde ich sagen, liegt irgendwo hier und die 133 liegt irgendwo hier. Ist dem so? Jetzt muss ich gerade wieder da rein. Es ist leider mein Menü hier unten noch offen. Das seht ihr nicht, aber ich sehe das gerade, was es bei mir im Weg ist. 347. Okay, wir müssen noch weiter runter. Das ist hier irgendwo im Wasser wahrscheinlich dann, ne? 117, was hatten wir? 133. Ja, 345, 133, das funktioniert leider nicht. Das wird irgendwo hier im Wasser sein. Ein bisschen nördlich, ein bisschen östlicher, also wahrscheinlich hier irgendwo in diesem Bereich. Das will ich jetzt gar nicht so genau gucken, weil, ja. Oben rechts ist es dann. Okay, dann können wir das erstmal knicken. Das bedeutet, wir machen uns mal gerade nochmal zwei Zufallszahlen. Die 476 liegt jetzt bei 371 und die zweite Zahl auf der 512er-Ebene liegt bei 217. 217 ist ja dann hier irgendwo so ziemlich mittig und 371 würde ich jetzt mal so hier schätzen. Gucken wir mal gerade hier so hin. 217, das bedeutet, wir müssen ein bisschen mehr nach da. Und 371 ist dann doch ein bisschen südlicher. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auch da im Wasser, wahrscheinlich, ne? 217 ist jetzt ein bisschen weiter rechts und 371 ist dann hier irgendwo im Wasser. Ja, irgendwo da auch im Wasser. Bringt mich also auch nicht weiter. Das bedeutet nochmal zwei Zufallszahlen. Die 512 liegt jetzt bei 453 und die kleine Seite ist bei 42. 453 ist dann hier und 42, das muss ja irgendwo hier oben dann sein, oder?
453 ist ein bisschen weiter links. 15 sind wir schon bei 42, also hier irgendwo ist es auf jeden Fall schon mal, ne? Was war das jetzt? 453 zu 42, 463. Ja, okay. Ich glaube, wir können jetzt mal hier diese Karte erstmal minimieren. Die brauchen wir gerade nicht. Jetzt müssen wir gucken nochmal. 453 bedeutet, wir müssen noch weiter nach links. 453 haben wir und 42 geht jetzt nach unten. Wo sind wir? Bei 51, das heißt, wir müssen ein bisschen höher. 453, 42 war unsere Zufallszahl. Das bedeutet, zack. Eigentlich sollte es da sein. Er hat es da unten hingebaut. Ich weiß nicht warum. Aber passt wohl. Irgendwas hatte ich. Ja, keine Ahnung, warum die Karte jetzt verschoben war. So, das bedeutet, das können wir schließen. Unser Betonwerk ist jetzt da. Wir switchen auf jeden Fall mal schnell um zu unserem Spieler wieder. Mach das mal gerade alles hier zu. Das auch der 2 gemacht, oder wie sehe ich das? Das ist ja doof gelaufen. Wieso hat denn der jetzt 2 gemacht? 2 Betonwerke. Das hier oben ist das Richtige, oder? Ja, und das hier unten ist das Verkehrte. Ich weiß nicht, warum er mir 2 gesteckt hat. Ich gehe nochmal da rein. Gehe da rein und hau das nochmal weg. Weil, das wollte ich jetzt nicht. Ich möchte nur dieses haben. So, gut. Das bedeutet, wir sind hier jetzt unterwegs mit Steinbruch, Zementwerk, Sand, Baggersee. So, Zementwerk ist da. Das Verbraucher ist der Baustofflager, ist klar. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal den Steinbruch, der war doch hier um die Ecke, ne? Der ist doch hier, ne? Ist doch Steinbruch, ne? Ja. Das bedeutet, wir müssen hier noch ein Teil mehr haben. Auto, Straße. So, aber nee, warte mal, wir können auch so machen. So. Das war jetzt 50, das war ja wieder voll klar. Ich brauche natürlich 100, ne? Wir wollen ja mit 100 km/h da einfahren, oder? So. Und da machen wir das auch nochmal. So, dann brauchen wir Anlieferung hier und Abfertigung hier. Und dann brauchen wir noch ein Auswahlschild. Passt. Ja, das ist schon richtig rum. Und dann ist das da erstmal erledigt. Und dann gehen wir hier hin und brauchen einen LKW, der Steine transportiert, ne? Stahl, Steine. So, Anhänger gibt es dann Auflieger. War das der oder der, der das konnte? Gute Frage, ne? Ich glaube, es ist der. Ja, passt. Das Ganze mit dem Fahrplan von da nach da. Beim Betonwerk sollen es 100% werden. Genau, das gibt eine neue Linie und die heißt LKW Steine Betonwerk. Aber ich glaube, ich habe es jetzt falsch rum gemacht, ne? Lass uns mal hier noch den provisorischen Strich da machen. So, das ist jetzt richtig. Aber denkst du, ist das hier am Betonwerk vollladen ist Blödsinn. Sondern am
Steinbruch vollladen macht Sinn, ne? Und dann ist das schon fertig. Dann kopieren wir das Ding noch. Und wir haben dann da einen zu wenig gemacht. Warte mal, bevor wir die starten, bauen wir mal schnell noch eine Bucht mehr dahin. Was hat er da jetzt gemacht? Eine Hochstraße. Na super. Die wollen wir natürlich nicht. Wieso hat er eine Hochstraße ausgewählt? Wieso habe ich eine Hochstraße ausgewählt? Naja, ist halt so, ne? Das bedeutet, da muss noch so einer hin. So, das hat sich erledigt dann. Dann ist das schon mal top. Und habe ich den jetzt schon kopiert oder nicht? Ich glaube, ich habe ihn schon kopiert. So, jetzt kriegt das Betonwerk schon mal Steine. So, Zementwerk. Kriegt Zement auf Paletten. So, die Steine werden da schon mal angeliefert. Das ist schon mal gut. So, jetzt, ich dachte, das wäre Siloware, ist es aber nicht. Und dann brauchen wir noch den Sand. Und der Sand ist ja auch Schüttgut, ne? Würde ich mal sagen, ne? Das heißt, die LKWs müssten eigentlich den Sand ja auch dann dahin bringen, oder? Die sind ja auch dafür Sand zuständig. Jetzt ist die Frage, kommt der Sand hier an? Die Steine werden ja darüber gefahren. Warte mal, mach mal Karte auf. Wie, der findet keinen Weg mehr. Was haben wir falsch gemacht? Irgendwas passt mit den Oberleitungen dann wahrscheinlich nicht hier, oder? Ah, wo ist der Strom? Oberleitung? Ich sehe es jetzt nicht. Ach, da. Wieso findet er da rein und nicht wieder raus? Wahrscheinlich, weil es hier nichts ist, ne? So sieht's aus. Das Stück fehlt und dann müsste er jetzt eigentlich auch wieder fahren, oder? Ohne Router. Wo soll denn der hin? Hier ist er überall, oder? Er fährt doch zur Maschinenfabrik, oder nicht? Ja, er steht immer noch da. Wo will denn der jetzt hin? Altenau Maschinenfabrik. Also hier muss er ja eigentlich raus können, ne? Hier sieht es doch alles passend aus, oder? Hier darf er doch auch durchfahren, oder? Aber hier darf er nicht. Da darf er, glaube ich, nicht. Wo war jetzt der Strom da? Kann sein, dass er jetzt fährt. Da ist die Maschinenfabrik. Tja. Ah, jetzt fährt er. Alles klar. Jetzt hat er ein bisschen gebraucht, aber jetzt geht's los. Okay, dann haben wir den auch wieder auf dem Weg.
dann passt das. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Beim Betonwerk wird Stein angeliefert, was ja jetzt auch schon passiert. Sand und Zement fehlen jetzt noch. Wo sind die LKWs? Die stehen da. Haben wir noch was falsch? Ja. Mach das mal weg. Nochmal. Linie ändern. Da weg. Und dahin. So, jetzt ist es richtig, ne? Jetzt fahren die beiden auch wieder. Ja, so ist richtig. So, dann sollten die wieder Steine transportieren. Die anderen können hier den Sand auf jeden Fall hier hinholen. Von da nach da. Dann gib mal die Karte und wir gehen zum Zementwerk, weil eigentlich müsste der Sand ja zum Zementwerk laufen. Und wenn der Sand zum Zementwerk läuft, dann müsste ja eigentlich das auch umgekehrt funktionieren, ne? Tonnen Schüttgüt warten über Sand über Flotowald. Flotowald, hier. Das bedeutet, wenn ich diesen LKW jetzt fahren lasse, nee, das war jetzt falsch. So, so. Läuft. Dann sollte jetzt eigentlich auch der gleich voller Sand dahin fahren, ne? Da müssen wir überlegen, dass wir die Linie hier ändern, dass die LKWs da immer fahren, weil der Sand dann da drüber läuft. Weil eigentlich ist ja jetzt hier Sand da, der weiter transportiert werden muss, oder? Das ist hier links. Hat er. Hat er. Jetzt bedeutet das, dass wir diese Linie ändern müssen. Und zwar darf hier nicht mehr 100% stehen, sondern er muss einfach fahren. Genauso wie der zweite jetzt fahren muss. So, dann kriegen wir den Sand nämlich da auch schon hin. Und der Zement, der läuft über Stückgut. Warte mal, hier sind wir jetzt. Ja, die fahren da jetzt den Sand hin und her, ne? Haben wir ja hier stehen, ne? So, das bedeutet, wir brauchen noch ein Stückgut-LKW, weil der Zement muss da ja auch noch hin. LKW. Ist ja einer der letzten hier, ne? Zement. Stückgut, Anhänger. Also ich würde jetzt wieder diesen favorisieren und gucken, dass wir da einen Anhänger für kriegen. Gibt's auch. 24 Paletten, 26 Paletten. Der fährt sogar 10 km/h schneller und der hat 26. Keine Ahnung, für Stückgutcontainer. Ich nehme den einfach mal. Und der soll genauso fahren wie die anderen beiden da auch. Jetzt ist die Frage, wie die Strecke da heißt. LKW, warte mal. LKW Steine Zementwerk, kann das sein? Starten. Der fährt. Was liegt hier? Achso, liegt ja hier, ne? Sand. Also das ist jetzt, weil da noch kein Schiff fährt, gibt es die Route auch noch nicht. Der LKW wird jetzt noch nichts transportieren. Das heißt, wir brauchen jetzt erst noch ein Stück Gutschiff. Karte. Dahin. Karte zu.
und den auf. Schiffe. Zement. Stück gut. Nehmen wir. Und das muss auf die Linie. Döbeln alter Milch im MS Steiner. Zement. Machen wir so. Ah, super, hat gut geklappt, ne? Motorschiff, Steine, Zement, passt. Starten. So, das ist erledigt. Jetzt müssen wir noch schnell hier oben hin und gucken, dass wir da noch ein Stück gut LKW fahren lassen. Ein LKW bringt es dahin, das heißt, wir müssen hier erweitern. Auto, Straße. Dann die Bucht. Und dann das Schild. Passt. Und dann brauchen wir ein Fahrzeug, was Zement fahren kann. Ist der mit dem und Fahrplan ist von da 100%. Ah, jetzt haben wir das. Ja, kann er nicht, ist klar. Nach da. Nix da 100%. Das gibt eine neue Linie. Die neue Linie heißt LKW Zement. Da haben wir irgendein tolles Zeichen dazwischen. Betonwerk. Zementbetonwerk. Schuss. Fertig. Fertig. Und starten. Und schließen. Und er fährt. So. Das bedeutet, wir haben Zement, wir haben Sand, wir haben Steine. Steine kommen, aber Zement noch nicht. Und Sand natürlich auch noch nicht, weil das Schiff noch nicht unterwegs ist. So, das bedeutet hier haben wir Zement für Volodo Wald, das passt. Und wir haben hier Sand, das passt. Und die Steine kommen von hier, das heißt, er wartet da, das ist auch richtig so. Das Betonwerk ist angebunden. Aber das Betonwerk ist angebunden, das ist richtig. Aber wir müssen jetzt, wenn es dann produziert, Stück gut wegbringen. Dafür kommen wir bis zum Hafen. Jetzt müsste man überlegen, ob das Stück gut dann auch den Weg nach zum Zementwerk geht. Das geht bestimmt. Und dann geht das auch den Weg zum Baustoffhandel. Ich glaube, das funktioniert so. Das funktioniert auch so. Der Weg ist zwar weit, weit weg, aber das spielt, glaube ich, jetzt nicht so eine Rolle. So, jetzt nochmal Karte hier, weil ich will jetzt mal gerade wissen. Steine über Floto, 400 Tonnen geladen. Gibt es mehrere Schiffe auf der Linie? Ja. Zwei. Der müsste ja auch dann den Sand geladen haben, ne? So, das bedeutet mal verfolgen und mal schneller. Und der muss auf dem Rückweg dann Sand mitnehmen, das müssen wir gucken.
Dauert natürlich jetzt eine Weile, ne? Und da ist überfüllt. Da war er und hat 400 Tonnen Sand. Das passt. Und wo ist er? Der fährt jetzt wohin? Achso, den muss ich erst verfolgen, einstellen, damit ich das sehe, ne? Okay, der fährt jetzt erst nach da oben. Da kriegt er aber nichts, ne? Dann macht er eine Leerfahrt. Jetzt ist auch egal. Warte mal. Da der auch Zement fahren muss, muss ich den Fahrplan ändern. Da muss ich den Fahrplan ändern. Da darf hier keine 100% mehr stehen. Beim Sand ist das ja identisch. So. Der müsste jetzt gleich den Befehl kriegen, dass er dann fährt, oder? Ist gerade unmöglich. Super. Mach die Karte mal zu. Warum fährt denn er jetzt nicht? MS Steine. Tja. Das muss mir jetzt einer erklären, warum das gerade nicht geht. Okay, aber ich würde sagen, wir sind ziemlich weit fortgeschritten und das schon eine halbe Stunde. Das heißt, wir gucken uns das beim nächsten Mal an. Wahrscheinlich funktioniert es dann auch, weil wir abgespeichert haben, geht es dann wahrscheinlich auch wieder. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentar schreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.